am Wochenende eine junge Frau geschrieben. Katharina. Und zwar hat sie mir zu einem Thema geschrieben, von dem ich dachte, das sei schon längst erledigt. Ich dachte irgendwie, ja, da hat sich jetzt mittlerweile mal jemand drum gekümmert, weil wir uns, dachte ich, alle einig waren, dass das bitte gemacht werden muss. Katharina ist Pflege-Azubi an der Kölner Uniklinik. Und sie hat mir geschrieben, alle Mitarbeiter der 6 Unikliniken in NRW befinden sich seit 11 Tagen im unbefristeten Streik. Wir verlangen einen Tarifvertrag Entlastung. Es geht nicht um mehr Lohn. Unser großes Problem jedoch ist, dass die Öffentlichkeit nicht wirklich mitbekommt. Zum einen, dass wir streiken und zum anderen, warum wir streiken. Ich wollte fragen, ob du eventuell Lust hättest, uns solidarisch zu unterstützen und auf uns aufmerksam machen könntest. Leute, das heißt, die streiken seit mittlerweile 2 Wochen und niemand kriegt das mit. Und die Verhandlungen beginnen morgen. Also, was ist das bitte für eine schlechte Verhandlungsposition? Also, zu deiner Frage, Katharina. Natürlich habe ich Lust zu helfen. Ich habe sogar zufällig eine eigene Sendung im Ersten. Und Katharina sitzt jetzt gerade hier bei uns heute im Publikum. Komm noch mal hoch. Applaus für Kathi. Und wir beide, wir machen jetzt etwas, das längst überfällig ist. Herzlich willkommen beim Brennpunkt Pflege. Hi, ich bin Kathi. Ich werde momentan zur Pflegefachkraft an der Uniklinik Köln ausgebildet. Ja, ich habe mich bewusst für diese Ausbildung entschieden. Mein Beruf ist Teamarbeit. Wo sonst kann ich an einem Tag so viel erleben und mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten? Stimmt. Hin und wieder wechsle ich Windeln. Kleine, aber auch sehr große. Aber das ist nur ein kleiner Punkt in der Pflege. Ich bin keine professionelle Windelwechslerin. Ich bin Cheerleader, Freundin, Lehrerin, Verbündete, Trauerbegleiterin, Familienersatz, Komplizin, Vertraute, Erzieherin, Schwester Rabiata und manchmal auch Comedienne. Wie wunderbar ist es, ein Frühchen und seine Eltern in harten Zeiten zu begleiten. Zu sehen, wie es ihm besser geht, die Familie in ihr Zuhause zu entlassen und sie ein halbes Jahr später wiederzutreffen und ein ganz gesundes, glückliches Baby zu sehen. Wie wunderbar ist es, unseren Älteren und ja, manchmal auch unseren jüngeren Mitmenschen zu ermöglichen, in Würde zu sterben. Wie wahnsinnig aufregend ist es, daran beteiligt zu sein, einem kranken Menschen zu helfen und wieder völlig gesund zu werden. Das und vieles mehr bedeutet Pflege. Jedoch die Realität sieht anders aus. 28% der Azubis brechen ihre Ausbildung ab. Und viele von denen, die sie beenden, arbeiten im reduzierten Stundensatz, da sie den Druck einer Vollzeitstelle nicht aushalten. Ich sehe meine zukünftigen Kollegen, wie sie völlig entkräftet versuchen, alle Aufgaben zu erledigen. Es gibt keine Zeit, einem Patienten in Angst Beistand zu leisten. Es gibt keine Zeit, mir etwas beizubringen. Es gibt keine Zeit, eine Pause einzulegen, etwas zu essen oder einfach mal aufs Klo gehen zu können. Es gibt keine Zeit, Mitgefühl zu haben, denn die Arbeit hört einfach nicht auf. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr mich oder einen meiner Kollegen persönlich kennenlernen werdet. Jedoch hoffe ich, dass es nicht unter den jetzigen Umständen passiert. Denn mehr von uns ist besser für alle. Für deine Worte. Was glaubst du, woran liegt das, dass ihr jetzt hier bei dieser Aktion gar keine Aufmerksamkeit habt? Ich glaube, es ist von der Politik nicht gewollt. Und wir als Gesellschaft wollen gerne vergessen, dass wir alle krank werden können. Ja, das sollten wir wahrscheinlich lieber nicht vergessen. Und wir waren übrigens am Dienstag bei eurer zentralen Demo in Aachen auch dabei. Und wir haben uns mal bei deinen Kolleginnen dort umgehört. Und auch da ging es um die Forderung nach Entlastung.
Wir fordern eine schichtgenaue Besetzung, dass mehr Personal eingestellt wird. Die wichtigste Forderung ist eine bessere und vor allen Dingen auch eine verbindliche Personalbesetzung. Gerade für uns ältere Arbeitnehmer fordere ich auch mehr Entlastung. Ich kann nicht 3 PatientInnen betreuen in einem Intensivsetting. Das ist nicht möglich, das ist gefährlich. Wir wollen wieder sozial mit Menschen umgehen. Wir wollen wieder mal 5 Minuten Zeit haben, uns zu Oma Erna und Opa Egon zu setzen, weil die gerade eine Krebsdiagnose bekommen haben, die einfach mal in den Arm zu nehmen, um mal Mensch mit denen zu sein. Und das kriegen wir nicht hin. Man wird halt keinem gerecht. Man versucht, jedem gerecht zu werden. Und irgendwann muss man halt selber, wie gesagt, so ein bisschen abstumpfen. Ich habe alleine Nachtdienst mit 32 Patienten und ein Patient ist gestürzt. Und ich musste erstmal Hilfe holen und sehe, dass zeitgleich 3 klingeln. Und da muss ich priorisieren und das ist leider jeden Tag so, dass ich priorisieren muss. Dann sitzt man da, kriegt so ein kleines Kind, das auch noch völlig verkabelt ist, irgendwie in die Hand gedrückt. Und dann heißt es erstmal, okay, fütter mal, ich komme dich gleich wieder abholen, wenn ich Zeit für dich habe. Und man steht dann da einfach völlig überfordert und weiß gar nicht so richtig, wohin mit sich. Die sagen uns das, kannst du bitte hier bleiben? Und wir müssen wirklich auch einfach, also es zerbricht einem das Herz, wenn man dann tatsächlich sagen muss, ich komme gleich wieder, ich habe noch mehrere Patienten, die ich betreuen muss. Und ich habe jetzt nach 22 Jahren meinen Dienst hier gekündigt. Ich habe gesagt, ich möchte qualitatives arbeiten und das ist hier nicht mehr möglich. Und dann muss ich für mich da einen Schlussstrich ziehen und ich wollte es nicht mehr. Es wird gesagt, es geht nicht, dass ihr streikt, das gefährdet Patientenleben. Nein, nicht unser Streik gefährdet Patientenleben, sondern der Normalzustand. Und das darf so nicht weitergehen. Also ich bin ja in der Meinung, man kann ja kranke Menschen nur mit den gesunden und zufriedenen Menschen vernünftig versorgen. Und das ist ja unsere Forderung. Ne? Wir kämpfen für eine gerechte Entlastung und Anerkennung für unsere Arbeit. Ja, also, was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt bitte alle dem Insta-Kanal dieser Initiative folgen, Notruf NRW, teilt die Beiträge, kommuniziert das, damit eben Pflege die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient. Vielen Dank, Katrin. Alles Gute.